Jo, ich denke, wir haben noch eine fette Aktion bei euch im Shop. Und zwar haben wir ein Bundle für euch zusammengestellt. Das ist schon zur Weihnachtsaktion sehr gut bei euch angekommen. Diese drei Teile, Pullover in weiß mit schwarzem Logo, die Weste auf Entspannterino plus die Jogginghose, normalerweise im Wert von 170 Euro, jetzt zusammen für euch für 115 Euro plus Gratis-Item, also Unterhose oder Feuerzeug. Und es gibt noch ein Poster oben drauf, handsigniert und limitiert auf montanablack.de. Auschecken. Danke für die Liebe. Kuss. Und jetzt muss ich den Preis eingeben, oder was? Ja, ja. Okay, habe ich gemacht. 22 Euro. Was hast du geschätzt? 22 Euro. Digga, was? Digga, hä? Hä? War das sofort richtig? Das war voll richtig. Digga, ich habe 22 Euro sofort richtig. Ja, okay, warte. Bruder, was ist das? 30 Euro, Bruder. So, nächste. Digga, was ist das? Okay. Kieskauer 1800. Yeah. Wieso hast du so viele gute Punkte, Digga? Weil ich gut geschätzt habe. Ich habe 220, das kostet 180. Oh, das weiß ich, Digga. Digga, was? Hä? Das weiß ich. Den habe ich selber schon mal gekauft. Die Frage ist. Was? Der war ja im Schnäppchen, Digga. Da wurdest du abgezogen, als du ihn gekauft hast, oder was? Auf jeden. Habe ich die meisten Punkte? Nee, du hast die meisten Punkte, oder? Ah, Digga, scheiß drauf, Mann. Ich habe den sogar zu Hause, aber nicht in der, also in anderen. Digga, was ist das denn? Vertraut. Was? Digga, yo. Was sind das denn für Dinger? Wieso habe ich einen Minuspunkt bekommen bei 3,99 und du bei 2,50 nicht? Du bist einen Platz runter, du Dummkopf. Ach so. Oder was ist das? Okay. Mit einem 10er ist man immer gut. Ja, Digga, mit einem 10er ist man Mutter, immer gut. Digga. 69. Ja, ich habe an deine Mutter gedacht, weißt du? Sportspiel, Digga, Kapi. Er war am Anfang so Bruder, motiviert. Damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Jalla, komm. Oh, nicht schlecht. Aha, sehr gut. Ein Buch. Jalla. Was? Bruder, ich wusste, das wird so ein teures Ding. Lächerlich, Digga. Wer kauft ein Buch für 120 Euro? 130, Digga. Ist ja wohl hardcore lächerlich, Digga. Dafür kriege ich ja schon ein halbes Glas bei Fahrtech, Kapi. Fisch leicht gemacht. Ja, okay, aber Bruder, also das ist ja so dieses... Das Boah, dieses Bruder, dieser Margret-Schmuck, der ist krass. Bruder. Oha, Bruder, ich bin der King. 4,99, ja, Bruder. Du bist ein Scheißfisch, Digga. Scheiß auf ihn. Ich muss jetzt punkten, Digga. Ich muss die Preise jetzt sehr gut machen. 15 Runden sind das insgesamt. 10, also 5 noch. Ah, hier, guck mal. Bruder, das wird dieses. Hard of Hard, 14 Bruder. Euro. Ja. 22, sehr gut. Digga, viel zu überteuern, Mann. Schmutz, Digga. Ich lieg voll weit hinten, Mann. Oh, eine Drohne. Mann. Das ist aber so eine billige, glaube ich. Na, komm. Okay, komm. Jo, ist ein billiger, Digga. Ich muss jetzt punkten, Digga. Ich brauch die Big Points. Wenn du die was richtig, genau Points. Richtig erklärst, dann kriegst du 1000, ne? Ja. Okay, komm. Was? Digga. 39 Euro? Digga, da siehst du ja in 480p, Alter. Nicht mal 480. Was, das ist ja ein billiges 144. Schmutzding. Oder wer stellt sowas auf eBay? Sag mal ehrlich. Ja, Bruder, aber dann ist es ja was. Komm. Okay, komm! Digga! Genau richtig, 12. Mutter, Digga. Okay, also die Runde war nur die Proberunde, Digga. So. Ja, aber weiß ja nicht, kann ja sein, dass das was Besonderes ist. Wisst ihr, wie ich meine? Komm. Das ist Uff. Ein PC ist zu deiner Zeit gewesen. So. Ey! Ja, aber Bruder, das wird nichts mehr. Buff. Das wäre der perfekte Preis, Digga. Digga, ich wollte vorher 30, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Neue Runde, Bruder. Jalla. Okay, jalla. Digga, was ist denn das schon wieder? Hast du so eine Skibrille? Ja, Skibrille, Digga, aber so eine günstige. Komm. Okay, komm! Bruder, es gibt's doch nicht, Alter. Bruder. Ich sag dir ehrlich, hart auf hart sehe ich Abo da drin. Muss doch. Oh ja, ein Spani, Bruder, Digga. Kieskauer aber auch strong, Digga. 18 so, Euro. Aber ja, ich war nicht schlecht mit einem 25er, Digga. War okay. Bruder, das kann jetzt dieses komplett teure sein oder dieses plastikmäßige? Plastikmäßige, Bruder. Trust. Okay. 7 Euro, wichtig, Digga. Okay. Keiner von uns. Okay.
Er freut sich. Ach, Digga, Sponsor. Sag ich ganz ehrlich. Der perfekte Kuchen. Oh mein Gott, Digga, so knapp. 8,88 schätze auch noch. Digga, so knapp. Das war dieses schicksalshafte Ding. Achso. Hä? Scheiß Laptop, ist, Digga. Ist nicht so besonders, Digga. 75, Digga. Ja, was für ein Schmutzlaptop. Boah, Bruder, das sind diese 30-Euro-Handys, weißt du, wie ich meine? Ich vertraue in die Zahl. Oh ja, Bruder, aber wichtig und richtig, Digga. Digga, ich glaube, ich hatte sogar vorher 70. Glauben es nicht wissen. Ist das ein Falscher? Oh, let's gut, go, okay. Junge. Auch gut. 55 geschätzt. Boah, schwierig, Mann. iPhone 8, glaube ich. Ey, Bruder. Ah. Ach, scheiß drauf. Oh, okay, nicht schlecht, Digga. Nee, ist Digga, okay. Willst du mich verarschen? Was 400, du... Digga. Bruder, das ist doch nicht der Preis von deinem Arsch. 400, Bruder. Huch. Bruder, was ist das? Unverkauft. Dann wollte er dafür zu viel haben, oder? Was ist das? Aber das ist doch nur Matchbox. Ja, keine Ahnung, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Digga, da steht unverkauft. Dann denke ich, er hat es für einen teuren Preis reingemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Bruder, was ist das denn hier schon wieder? Unverkauft. Auch wieder unverkauft. Okay. Das wird dieser perfekte Preis, Bruder. Ah, das wird dieser perfekte Preis. Du sagst ganz genau 17 Euro. Warte mal, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, Bruder. Boah, Bruder, das sieht ganz komisch aus, sag ich dir ehrlich. Was soll das sein, Digga? Ich glaube, das ist in der Schublade. Okay, das wird dieser perfekte Preis. Ja, okay. Schmutz. Was ist denn das? Alia Pflegen Gesichtsreiniger. Bruder, wo ist das ein Anti-Falten-Schönheitsgerät? Digga, steck ich mir ins Arschloch, Alter. Hart auf hart brauchst du das in 10 Jahren. Oh. Ich habe keine Ahnung, Digga, sag ich dir ganz. Ja, da komm. Offen und ehrlich, gar keine Ahnung. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, Bruder. Das sind die Big Points. Kennst du die, Rohat? Das sind die Big Points. Ich komm. Ja, Bruder. Ah. Mir wird ganz warm. So ein Shit-Game, Digga. Warum habe ich das überhaupt vorgeschlagen? Guck jetzt. Das nennt man Big Points, ja? Guck mir zu. Das sind Big Points. Das sind Big Points. Das sind Big Points. Jo. Big Points, Schwanz in deinen Arsch, Digga, war das. Komm. Komm. Bruder, wenn du das richtig hättest, kein Wunder. Komm. Ja, okay, gut. Komm. Okay, komm. Damit habe ich den ersten Platz. Knappes Ding, aber ersten Platz, Bruder. Erster Platz, Digga, auf Correctness. Auf Correctness, Digga. Schmutzgame. Nee, mach nochmal. Jalla. Er ist süchtig nach dem Game. Mr. Fister, Bruder, du red nicht mit mir. Du hast fast die Hälfte, Bruder. 4000 Punkte. Das hatte ich nach der 7. Runde. Er piss dich, Junge. Ja, ist doch so. Frecher ich, weil er einmal gewonnen hat. Ist doch so, Junge. Okay, komm. Jalla. Das ist eigentlich dieses perfekte Game zum Wetten. Scheiß auf. Komm. Oh, nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Ist okay. Dicker. 500 Euro, Bruder. In welcher Schwanzwelt lebst du? 500 Euro. Dafür kann kriegt doch man eine PS, dafür kriegt man eine PS5 gefühlt gekauft, Digga. 500, Bruder. Das ist ja völlig verloren, Junge. Der hat die Realität zum Geld verloren. So ein Ding ist das. Das Ding kannst du quer in deinen Arsch stecken. Ja, damit versohle ich den Arsch deiner Mutter. Wir haben genau gleich geschätzt. Warum kriegen wir gleich viele Punkte? Ja, weil wir gleich geschätzt haben, eventuell. Nein, du hast 1 Cent weniger. Ja, okay. Schätz mal, wie viel das kostet. Guck mal. Nein, ohne Hilfe. Das hier. Was soll das denn sein, Digga? Ja, wie viel kostet sowas? Nee, ohne Hilfe. Schätz jetzt schnell. 200 Euro? Warte, wie 200 Euro? Ja, Digga, ich hab keine Ahnung, Bro. Eine Huni? Oh, ja, gut, wichtig, Digga. Digga, ich frage auch nie wieder nach deiner Hilfe, sag ich dir ehrlich. Wie 200 Euro? Ich mach sogar noch 100, weil ich denke, übertrieben. Hat er Kugellager gesagt? Ja, ist sogar ein Kugellager gewesen. Easy. Das wird genau richtig wird das jetzt. Boah, Bruder, bei mir genau richtig, du Schwanz, Digga. Weil im Merch-Business, da kenne ich mich aus. Kieskauer 13 Euro. Oh. Yeah. Bruder, wer da damit rumläuft, Bruder, also was soll das sein? Kid. Okay. Oh no, dann. Okay, komm. Okay, komm jetzt. Okay, komm jetzt. Okay, komm. Ah, war gut, war gut. Deinen Arsch hole ich mir noch, Mann. Okay, komm. Batterie. Die kosten was.
Das wird ein perfekter, Bruder. Perfekt. Das wird. Okay, Digga. Gut. Ja. Kiezkauer war aber besser auf jeden Fall. Aber preislich schon die richtige Richtung. Darauf kann man aufbauen. Oh, Bruder, das ist schwer. Okay, komm. Ich wollte letztens erst eine kaufen, die hat 140 gekostet. Digga, ich wollte ihn verwirren und 140 wäre sogar ein guter gewesen, Alter. So eine Scheiße. Und ich schätze 75. Bruder, da muss man jetzt aber, sag mal, einen Stepper in die richtige Richtung machen. Digga, das weißt du safe. Das ist eine Taschenlampe, Bruder. Die, sag ich, ist diesen hier. Okay. Richtiger Preis, komm. 4,50 Euro. Oh ja. Kieskauer sehr gut, muss man sagen. Ja, 4,50 Euro. Du hast den Bezug zum Geld verloren. Wallabila. 4,50 Euro für eine Taschenlampe, Bruder. Yeah. Digga, ich habe auch ein scheiß Handy. Yeah. Oh. Love-Gitarre, Digga. Aber es sind keine Originalen, Digga. Das ist so eine Miniatur, glaube ich. Glaube ich. Bruder, scheiß drauf, ich mach billig. Das sind keine Originalen. Ach, Bruder. Das sind niemals richtige. Das sind 17 Zoll. Ja, Bruder. Ukulele, ja, so eine. Ja. Deinen Arsch hol ich mir noch. Niemals, Bruder. Okay, wie viel kostet sowas? Jalla. Okay, komm. Ja, ja, wichtig. Digga. Wichtig und richtig, Digga. Da war man mit dem 20 gut dabei. Oh. Der wird da locker noch viel Geld für haben. Auch unverkauft. Komm. Das ist eine Schwanzkarte, aber der wird ja nicht... Ah! Ich wollte 1,50 Euro schätzen, aber ich konnte es nicht tippen. Ja, ey, gut, Mann. Niemand hat Punkte bekommen, Digga. Digga, ich wollte 1,50 Euro tippen, ich war ein Fettsack, Digga. Die Frage ist halt, ob man auch Sachen immer, also kann ja auch sein, dass er es für 100 Euro reintut, weißt du, ist ja unverkauft, so denke ich mir. Er sagt, oh, Digga, guck mal, wie ranzig die aussehen. Nein, ich habe U gesagt, weil ich halt, ne, die sind... Stehst du auf Füße? Ich stehe auf meinen beiden Füßen, richtig. Ja, Bruder, also wie kann man dafür 180 Euro verlangen? Hä? Das ist schon respektlos. Digga, das ist Digga, mit den. Hätte ich richtig geschätzt, hätte ich gewonnen, Mann. Jalla. Das ist eine günstige, Digga. So ein mittlerer Preis. Okay. Oh, nee, Digga, ist in Ordnung, Digga. Mann! Wiederschauen, das war doch vorhin und genau. Reingehauen. Vorhin war genau dieselbe. 900, und Junge. Reingehauen. Ohne Sinn, Alter. 900 Euro, Digga. Am Arsch 900 Euro. Der Junge hat ja völlig den Bezug zur Realität verloren. Aha. Ja, Bruder, da wäre ich den Preis aber. Als alter Baumarkthase, Digga, weiß ich, was die kosten. Ausbildung im Baumarkt gemacht, so ein Ding ist das. Na, Bruder, muss los. Beste Ausbildung. 3 Euro, Bruder, in welcher Welt lebst du? Digga, kein Wunder, warum du kaum Bruder, hallo. Krank warst. Leute mit 2000 Punkten weniger reden nicht. Ruhe da, im Bums. Ja, und Digga, ich jetzt. Okay, gut. Schade, Mann, ich hätte fast noch Kieskauer, aber Bruder, auch da wieder, also Brudi. Rohat. Digga, was ist das denn, Digga? Bist du im 4000er-Club oder was? Letzte Runde auch schon. Digga, shut up, Alter. Wie, shut up? Bruder, ich habe einmal gefettfingert. Ich hätte genau den richtigen Preis erraten. Nein, hättest du nicht. Wallabila. Ich hätte 1,50 Euro gemacht. Hätte, Fahrradkette. Willkommen auf dem dritten Platz. Das zweite Mal hintereinander.